Die Baukosten steigen und dementsprechend auch die Mieten, aber die Baufirmen kommen mit ihren Ressourcen nicht mehr nach und setzen mehr und mehr auf die Subpyramide. Aber wie lange das noch gut gehen kann, ist eine andere Geschichte. Achenoa lud ins Palais Coburg unter dem Thema Baukosten um 30% senken. Es gibt dahinterliegend eine große Teilnehmerschaft von Unternehmen, die gern an Bauleistungen beteiligt sein wollen, die jetzt zum Teil über Generalunternehmer anbieten. Und die gilt es abzuholen. Die gilt es in einen qualifizierten Prozess einzubinden, um letztendlich die Vorteile, die der GU bietet, de facto auch mit denen abbilden zu können. Und dort liegen die Einsparungspotenziale. So detaillierte Verträge und doch so viele Diskrepanzen gibt es wohl nur im Bauwesen. In der Vortragsreihe ging es neben dem Senken der Baukosten um rechtliche Themen wie die Sittenwidrigkeit in der Gestaltung solcher Verträge, einem Praxisbericht, welche die häufigsten Fehler sind, und Informationen über die Haftung im Vertrag. Es müssen einfach durch Maßnahmen welcher Art auch immer, die am Bau beteiligt, dazu gezwungen werden, sich an den Vertrag zu halten. Und dazu gehört einfach, dass man Sub-Sub-Verträge von vornherein ausschließt und für den Fall, dass es da eine Vertragsverletzung gibt, der betreffende Unternehmer halt auch eine Konventionalstrafe zu bezahlen hat. Das soll die Bereitschaft der Beteiligten, sich an die vertraglichen Vereinbarungen zu halten, einfach erhöhen. Die vier Grundprobleme, die wir haben, die wir schon im Vortrag genannt haben, sind sicherlich die der mangelnden Disziplin, mangelnden Koordiniertheit, der mangelhaften oder sehr rudimentären Dokumentation, aber auch die Information und damit Kommunikation auf den Baustellen ist nicht gewährleistet. Und was sagen die Gäste und Sponsoren dazu? Inwiefern betrifft Sie dieses Thema in Ihrem Arbeitsfeld? Für mich ist es wesentlich, Interessensaustausch oder Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen auch zu pflegen. Wir haben alle ähnlich gelagerte Probleme, wie sich darstellt. Wir haben alle Themen in der Vertragsgestaltung. Wie weit können wir mit Firmen gehen in der Vertragsgestaltung? Wie frei sind wir in unseren Verträgen? Im Endeffekt ist es trotzdem am wichtigsten bei allen Teilnehmern, die Bereitschaft zu haben, gemeinsam zu arbeiten. Und wenn das immer gelingt, gemeinsam zu arbeiten, dann kann man am ehesten auch so Claims abwehren. Ja. Ja, für uns als Westwood ist natürlich wichtig, dass Baukosten so gering wie möglich sind, auf der anderen Seite aber auch so hoch wie notwendig sind, weil unsere Produkte ja eine hochwertige Verarbeitung bedingen und das hat natürlich auch seinen Preis. Aber trotzdem ist es uns gelegen, die Baukosten so effizient wie möglich zu halten. Für uns ist es einfach Grundsatzinteresse, weil wir bewegen uns in einer Wirtschaft, wo die großen Anbieter viele Strukturen dominieren. Und das ist, glaube ich, weder zum Vorteil vom Markt noch von den Kunden. Wenn ein Projekt nicht realisiert wird, weil die Baukosten zu hoch werden. Das betrifft uns als Tragwerksplaner genauso, wie es den Architekten betrifft, weil dann ein abrupter Projektstopp eintritt. Und das ist für alle Beteiligten schlecht. Und es ist unsere Intention, Projekte, die wir beginnen, auch bis zum Ende zu begleiten. Am Ende des Tages, je nachdem, wo ein Aufzug eingebaut ist, geht es ja darum zu sagen, der muss 24/7 fahren. Der muss verfügbar sein. Für uns ist die Verfügbarkeit die Messlatte. Und ich bin überzeugt, dass wir von Anfang an sehr gut Kriterien schon definieren können. Nicht nur den Preis, um das zu gewährleisten. Und deswegen ist das für die Aufzugsbranche, für uns insbesondere auch interessant, hier dabei zu sein, weil ich denke, dass wir die Quadratur des Kreises Kosten optimieren, aber dennoch fürs Geschäft was Gutes tun, unter der gesamten Produktlebenszyklusbetrachtung, dass wir da wirklich was beitragen können. Beim abschließenden Get-Together auf der Terrasse des Palais konnte man nach der geballten Informationsflut dezent die Köpfe ausrauchen lassen. Wir wollten natürlich noch wissen, was das Ziel der Veranstaltung sein soll. Das Ziel der Veranstaltung ist ganz klar, dass wir versuchen, die vielen Marktteilnehmer, die hinter diesen großen GUs stehen, abzuholen. Dass wir denen die Möglichkeit geben, einen direkten Marktzugang zu bekommen. Dazu braucht es aber ein qualifiziertes System, das von der Vertragsgestaltung beginnend über die Vergabe, über die örtliche Bauaufsicht, über die Baustellendokumentation bis zur Übergabe und in die Gewährleistung hineinreicht.